Und dieser Duft, ah, oh, es ist wirklich der Hammer. Hi Leute, ich war wieder bei DM und habe ein bisschen was eingekauft. Und wenn ihr neugierig seid und wissen möchtet, was ich mir gekauft habe, dann bleibt doch gerne dran. Hier ist mein großer Korb. Da ist alles drin, was ich mir gekauft habe. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Mein erstes Produkt ist von Garnier Skin Active. Diese Hydra Bomb Tuchmaske, die gehen ja jetzt durch YouTube total rum und jeder hat die sich gekauft. Und ja, ich wurde dadurch jetzt auch ein bisschen angefixt und habe die mir natürlich auch gleich gekauft. Ich habe mir die grüne gekauft, die ist extra für normale und Mischhaut, weil ich ja eine Mischhaut habe. Und ich bin schon echt gespannt, was die so bringt, wie die wirkt und ob die wirklich so viel Feuchtigkeit spendet, wie hier drauf steht. Dann habe ich mir von Lenore wieder die Trocknertücher gekauft. Die tut man eigentlich mit der Wäsche zusammen in den Trockner rein. Ich zweckentfremde die. Und zwar nehme ich die für den Kleiderschrank her. Ich lege die Tücher immer vereinzelt in jedes Kleiderschrankfach. Ich bilde mir ein, dass der Duft von der Wäsche ein bisschen länger hält und im Schrank ist trotzdem noch ein angenehmer Geruch. Dann habe ich mir von Soft & Sicher wieder Tempos nachgekauft. Das ist jetzt so eine Limited Edition mit ganz netten Motiven. Da sind 15 Stück drin und die waren auch gar nicht so teuer und ich fand die eigentlich ganz nett. Und für die Handtasche brauche ich immer Taschentücher. Dann habe ich mir von Provarmel die Macadamia-Milch gekauft. Leute, ihr müsst die echt mal probieren. Die ist wirklich sowas von lecker. Im DM war jetzt vor ein paar Wochen mal so eine Aktion. Da konnte man halt alle Sorten von Provarmel probieren. Und da habe ich den eben schon probiert gehabt und den Cashew oder Cashew. Und ich fand den halt auch total lecker. Cashew ist auch total lecker. Und den musste ich mir jetzt unbedingt kaufen. Der ist auch schon leer, weil ich konnte es gar nicht mehr erwarten. Ich habe den nur noch schnell kühl gestellt und dann habe ich ihn gleich getrunken, weil der wirklich sehr lecker ist. Allerdings muss ich sagen, für so eine kleine Menge kostet der wirklich 1,95 und das finde ich echt ein bisschen viel. Dieses Parfüm müsste auch unbedingt mit. Das ist jetzt von dieser Marke Jovan. Auf jeden Fall ist es ein Parfüm Musk Oil Island Musk und das riecht wirklich Hammer. Das ist ein richtig guter Sommerduft. So schaut es aus. Das ist so ein bisschen hellblau. Und es riecht einfach wirklich nach Sommer. Also wer von euch diese After-Sun-Dusche kennt von Balea und wer das mag, der liebt auch dieses Parfüm. Es riecht echt ähnlich und es riecht einfach total nach Sommer, nach Urlaub, blumig, frisch, minimal Pfirsich und es ist wirklich Hammer. Dieser Duft, der ist so genial, Leute. Ihr müsst den echt mal unbedingt ausprobieren. Der hat jetzt, glaube ich, um die 7 € gekostet und ich muss sagen, also für fast 60 Milliliter ist das ein super Preis und das ist halt wirklich ein Eau de Parfum, was halt auch wirklich lange riecht. Und dieser Duft, ah, oh, es ist wirklich der Hammer. Müsst wirklich mal dran schnuppern. Es gibt auch die orangene Verpackung. Das ist, glaube ich, der Originalduft, der damals halt rausgekommen ist. Und das ist jetzt, glaube ich, extra so eine Sommervariante. Dann habe ich bei irgendjemandem gesehen, der sich die Kekse gekauft hat von Ernie und Bea, Sesamstraße. Ja, ich habe mich da wieder mal anfixen lassen, weil die sollen wirklich total lecker sein und Stiftung Warentest ist auch sehr gut. Und das sind ja eigentlich Kinderkekse, also die sind auch in der Kinderabteilung. Und ja, ich fand die halt von den Zutaten auch echt total gut, weil da halt, das ist aus Weizenvollkornmehl und mit Kokosraspeln und Honig. Also ich fand die Inhaltsstoffe jetzt auch nicht schlecht und Kekse für zwischendurch sind immer ganz gut und lässt sich halt doch immer gern anfixen. Dann habe ich in der Kinderabteilung noch lauter Kinderriegel mir geholt, weil die waren jetzt echt nicht teuer und für zwischendurch, für den kleinen Hunger oder für die kleine Lust nach was Süßen, habe ich mir die einfach mal gekauft. Und zwar von Alete Apfeltraube, dann Baby Vita Apfelbirne. Dann nochmal von Alete Erdbeermilch, Banane Kirsch
und Himbeerapfel. Ja, und ich bin schon echt gespannt, wie die schmecken. Aber ich denke mir, wenn das bei den Kindern ist, dann wird es schon gut schmecken, weil für die Kinder gut ist, kann uns natürlich auch nicht schaden. Dann habe ich mir noch zwei Erdnussriegel gekauft. Eins habe ich davon schon gegessen und die schmecken genauso wie die von, glaube ich, Mr. Tom. Sind, glaube ich, etwas billiger, glaube ich, aber auf jeden Fall schmecken die genauso. Und die sind auch von Alnatura, das heißt, es ist auch Bio. Und ja, die kaufe ich mir auch immer mal wieder nach, weil ich den Geschmack halt einfach echt gerne mag. Dann wollte ich mir eigentlich von Belou den neuen Duschschaum kaufen. Und zwar sind da zwei neue Sorten rausgekommen. Lovely Peach und Frizzy Berry. Und ja, mein DM hat die leider noch nicht. Da stand ich vor dem Regal und dachte mir, shit. Ja, jetzt konnte ich mir den Duschschaum von Belou leider nicht kaufen. Somit musste was anderes her. Und zwar der Duschschaum von Balea. Hawaiian Dream mit dem Duft von Tiareblüte und Kokosmilch. Und Leute, dieser Duft, genial. Also ich bin ja wirklich ein Duft-Junkie und ich liebe alles, was nach Kokos riecht. Und das riecht definitiv nach Kokos, aber mal richtig nach Kokos. Also richtig lecker. Ich bin auch echt schon gespannt von der Pflegewirkung von dem Duschschaum. Kann ich euch ja mal berichten, wenn es leer ist. Und ja, der war auch definitiv billiger. Also der war 2 Euro billiger wie der von Belou. Aber trotzdem muss der von Belou auch noch her. Von der DM Bio Eigenmarke habe ich mir noch dieses Bären Crunchy Müsli gekauft. Ich finde die Müslis von DM generell sehr gut, weil die einfach gut schmecken. Und diese Crunchy Müslis, die sind halt echt ein bisschen süßlicher. Und ich mixe die mal ganz gerne mit Joghurt und mit Kokosraspeln und das ist halt dann einfach mein Frühstück. Da mein Shampoo und meine Spülung wieder leer gegangen ist, durfte auch ein neues Shampoo und eine Spülung mit. Und zwar von Garnier, die wahre Schätze-Reihe. Ich glaube, ich habe das bei der Christina von dem Kanal Christina Tiger gesehen. Die hat die Reihe vorgestellt und war total begeistert davon und hat es hochgelobt. Und jetzt wollte ich es halt einfach mal ausprobieren, weil das ist eben mit Honig. Da steht halt auch drauf, natürliche Extrakte für strapaziertes, brüchiges Haar, kräftigt, schützt und nährt. Und dazu halt eben noch die passende Spülung. Und ich bin schon echt gespannt, wie das ist. Duften tut es auf jeden Fall richtig gut. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn ihr wollt. Dann durfte von Balea noch eine Arztseife mit, weil die ist besonders rückfettend und extra mild. Und da habe ich mir gedacht, dass ich die auf jeden Fall hernehmen werde zum Pinselreinigen. Ich habe mir auch überlegt, die Kernseife zu kaufen, aber wollte jetzt einfach mal zuerst die Arztseife probieren. Und ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt bald mal wieder meine Pinsel reinigen. Dann durfte noch eine After-Sun-Creme mit, weil es für mich ja jetzt bald in den Urlaub geht, habe ich mir jetzt eine neue After-Sun-Lotion gekauft. Die finde ich immer ganz gut, weil die wirklich pflegend ist und wirklich viel Feuchtigkeit gibt. Und ich finde auch, dass die jetzt auf einen Sonnenbrand oder so nicht brennt. Das habe ich öfters leider schon gehabt bei After-Sun-Cremes, dass die einfach gebrannt haben. Und ja, die kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich mir von Denk mit wieder ein Hygienespray gekauft zur Desinfektion. Das werde ich eventuell auch mit in Urlaub nehmen, beziehungsweise habe ich so eine kleine Flasche, da werde ich es dann einfach umfüllen. Und ja, benutze ich auch immer ganz gerne zum Toilettenreinigen oder wenn man mal krank war für die Türklinken. Auf jeden Fall kann man das für alles Mögliche verwenden, sogar für Schuhe und für Teppiche. Und ja, Desinfektionsspray muss man immer im Haus haben. Dann habe ich mir meinen geliebten Badreiniger von Denk mit wieder mitgenommen. Den habe ich euch bei meinen Haushaltsfavoriten schon gezeigt. Das ist jetzt die Nachfüllpackung und den liebe ich einfach, weil der wirklich alles wegbekommt und der Duft ist halt einfach, ja, typisch Duft-Junkie, sage ich einfach. Das ist einfach ein schöner, frischer Duft. Ich verwende keinen anderen außer den. Dann noch ganz unspektakulär für meine Geschirrspülmaschine habe ich noch von Somate Spezialsalz gekauft, weil es bei mir jetzt schon wieder leer war und ab und zu sollte man ja doch ein bisschen Salz nachschütten, dass die Waschmaschine nicht kaputt geht. Waschmaschine. Spülmaschine meine ich natürlich. Und ja, ich kaufe immer das von Somat. Ich weiß jetzt nicht, ob es da große Unterschiede gibt, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir noch von das Gesunde Plus, das Calcium,
diese auflösbaren Tabletten mitgenommen. Einfach so, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Kalzium brauche. Kalzium ist ja gut für die Knochen. Und ja, jetzt auch für den Sommer ist Kalzium auch ganz gut, auch für die Haut. Da sich meine Bodylotion dem Ende neigt, musste eine neue von Balea wieder mit. Und zwar natürlich wieder Kokosduft. Das ist die Bodylotion Kokos und Shirnass, reichhaltige Pflege. Die hatte ich schon mal, mit der war ich sehr, sehr zufrieden. Die hat wirklich einen super angenehmen Kokosduft. Keinen künstlichen Geruch, sondern wirklich so Kokosmilchduft. Und die ist wirklich sehr pflegend. Nicht teuer und die nehme ich mir immer mal wieder mit. Und dann durfte von Ebelin noch ein neuer Spitzer mit. Das ist dieser Doppelspitzer, da wo man die großen und die kleinen Stifte spitzen kann. Weil meiner ist nämlich kaputt gegangen. Da ist irgendwie, ja, ist das Band hier hinten gerissen und die Kappe fällt ständig ab. Und dann habe ich überall die ganze Sauerei. Und da durfte halt jetzt ein neuer mit. Und zum Schluss durfte noch mein Hygienespüler von Denkt mit. Den tue ich immer mit dem Weichspüler zusammen in die Waschmaschine und ich finde den echt super. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf 60 Grad wäscht, wo natürlich alle Bakterien abgetötet werden, dann sollte man den auf jeden Fall immer reingeben, weil der halt dann einfach nochmal hygienisch desinfiziert die Wäsche. Und ich würde sagen, ein klasse Produkt. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir auch schon fertig mit meinem DM-Haul. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, mich würde natürlich auch interessieren, wer von euch diese Garnier-Tuchmaske schon hat und ausprobiert hat. Ihr könnt mir das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis dann. Ciao!